Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind im Grand Festival. Das heißt, wir haben das Grand Festival. So heißt jetzt nämlich das Splatfest, denke ich mal, oder das Grand Festival Saison. Ganz egal. Ihr seht, ich habe den Feuerwehrhelm als Firewatch immer noch auf, weil es ist die Feuerwehrhelm-Staffel. Und wir sind nicht in Inkopolis oder auch in Splatville oder so, sondern am Bahnhof, den wo man am Anfang von Splatoon 3 sieht, beziehungsweise aus dem Teaser-Trailer von Splatoon 3. Und was soll ich sagen? Ich war total überrascht, ja. Ich bin ja manchmal nicht so auf dem Laufenden von meinem Lieblingsspiel, hoi, hoi, hoi. Aber hier sehen wir eine völlig andere Umgebung. Deswegen hat das Update auch so lange gedauert. Und was ist das? Ein Tintenfarbenregen in den Regenbogenfarben. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe erstmal Fotos machen müssen und gesagt so, hey, ich muss da Fotos davon machen, weil das ist ja wirklich ihre Grand Festival Platz. Am Freitag, dem 13.09.2024. Da hinten sehen wir übrigens den Umgestürzten. Wir wissen nicht, was es ist, ob es der Eiffelturm ist oder ob es der Turm vom Inkopolisplatz ist, aus Splatoon 1. Ich denke ja, es ist der Eiffelturm. Leute, die wo vielleicht den Story-Modus gespielt haben, die wissen vielleicht mehr. Ich habe ihn ja immer noch nicht gespielt. Vielleicht wird es ja in dem Jahrhundert noch etwas, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall würde ich das gerne auch mal tun. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich teste hier mal gerade, wo man hin kann und nicht hin kann, weil die Map hier ist ja anscheinend ein bisschen begrenzt. Hier stehen ja auch alte Autos und so weiter. Also es ist ja so eine Endzeit. Welt, die nach den Menschen, glaube ich, ist, weil die Inklinge und Oktolinge sind ja keine Menschen. Und wir befinden uns ja offensichtlich doch auf der Erde. Aber egal, wir wollen jetzt ja nicht, weil solche Autos können nur Menschen bauen und fahren, ja. Und solche Busse. Ich denke mal, mit dem Bus fährt man dann zur Lobby oder wieder zurück nach Splatville. Keine Ahnung. Aber ich schaue mich erstmal hier ein bisschen um. Wir machen es übrigens so, ich werde jetzt nicht wieder jedes Spiel, das ich spiele und jede Battle, die ich spiele, hier hochladen als Livestream oder so, sondern ich werde jetzt wirklich nur noch Highlights zeigen. 10er Kämpfe, vielleicht 100er Kämpfe, vielleicht 3-3-3 Kämpfe. Keine Ahnung, aber hey, guckt euch das mal an. Wir gehen durch diesen Tintenregen und wir sind vollgesplattet in allen Farben. Genau so. Muss es sein, genau so, Leute, muss es sein, genau so. Will man eigentlich als richtiger Inkling- und Splatoon-Fan aussehen? Nein, da kann man auch nicht drüber springen. Das sieht so ein bisschen aus wie so, ja, es ist ein Festival, ja, eine Convention, ja. Ja, auch diese Jellyfish-Aliens oder was das ist, das sind auch eingesplattet, wirklich jeder, wo durch diese Splatwand, durch diese Farbwand geht, durch diese Tintenwand. Ich sehe, sind alle schön bunt. Ich sehe gerade, es sind alle Bereiche und alle Figuren da, die man auch vom Inkopolisplatz oder vom Splatville-Platz kennt. Und hier. Was ist hier? Okay, hier ist eine Bühne. Hier sind Zuschauer. Was passiert hier? Hallo? Ich habe. Nee, oder? Es ist ein Konzert. Es ist ein Konzert und zwar, das sind die zwei aus Splatoon 1. Oder? Ja, wie cool ist das denn? Ja, und ich bin mittendrin. Mittendrin. Das ist ja eine richtig coole Idee. Eine richtig coole Idee. Da muss ich Fotos machen. Die Fotos sind übrigens seit neuestem auf meinem Blue Sky Account zu sehen. Twitter gibt es ja nicht mehr und X. Bei X ist es jetzt auch nicht mehr möglich, die Bilder zu teilen von der Switch. Diese Verbindung ist gekappt worden. Bei Facebook funktioniert es noch. Und ich werde aber die Bilder dann schön auch mit Text und mit allem Möglichen auf Blue Sky hochladen. Gerne mir auf Blue Sky folgen. Ich habe. Link ist in der Beschreibung. Ich habe noch überlegt, ob ich das Ganze vielleicht, ob ich für das Ganze vielleicht
eigenen Instagram-Account anlege, weil auch Sammler ist für viele Bilder. Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist so, ja, bei Sammler sehe ich mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so. Instagram wäre da schon besser. Aber ich habe mich für Bluesky entschieden, weil da kann man auch gleich die Texte hier schreiben. Hier sind übrigens die zwei aus Splatoon 2. Jawoll! Perla und Dingens, ja. Diese Konzerte, von diesen Konzerten werde ich übrigens gesondert Videos machen, wo ich mit No Commentary einfach mal so die Konzerte und die Lieder zeige. Man kann hier übrigens mit den Pappaufstellern sich dann auch Selfies machen, genauso wie es auf einem Festival auch sein sollte und gehören sollte, hier bei Mantaro und bei Muri. Ja, Foto. Ich habe jetzt hier auf dem Festival, Grand Festivalplatz, noch nicht keinen Spot gefunden, wo man seinen Amiibo hochladen kann. Das funktioniert ja komischerweise, seit ich die neuen Controller habe, funktioniert das nicht mehr. Ich kann keinen Amiibo mehr hochladen. Ich denke, es liegt wirklich an den Controllern, keine Ahnung, aber es sind original Nintendo Switch Controller. Weil die Controller, die eben die sich schon sehr schnell abnutzen und nicht mehr richtig gehen. Und das war schon mega frustrierend, da dann damit Splatoon zu spielen oder auch andere Spiele. Und dann habe ich neue gekauft, auch im Splatoon Aussehen und Design. Ich meine, ich habe sogar ein Video darüber gemacht. Und könnt ihr ja mal gucken, irgendwo auf dem Kanal. Und wie gesagt, Amiibos funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder ob es an den Controllern liegt. Naja, ist auch wurscht. Wir wollen uns jetzt ins Schlachtgetümmel stürzen. Da stehen auch überall Zelte, ja. Von den Teilnehmern, die hier angereist sind für dieses Event. So wie es auch Wacken und so weiter gibt. Ah ja, mit dem Tourbus können wir also die ganz normalen, sogar in den Story-Modus fahren, und wir fahren in die Lobby, und die Lobby sieht auch leicht verändert aus. Ja, leicht verändert, aber im Grunde das, also so wie man es kennt. So, was ich gerne mache, ist den Sprinkler so abstellen, dass es wie eine Dusche aussieht. So, ich will mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Es ist ja. Boah. Ah, und wenn man den Boden einsplattet, dann erscheint die Schrift Grand Festival. Ja, Leute, herzlich willkommen beim Splatoon 3 Grand Festival. Heißt es jetzt Grand Festival und nicht mehr Splatfest? Ich bin da vielleicht so ein bisschen nicht up to date. Das kann sein. So, auch hier. Mal ein bisschen einduschen bei hier bei dem Verkäufer, bei der Verkäuferin. Ja, und dann warten wir ab, wie der erste Kampf aussieht. So, hier wartet schon jemand. Aber er macht einen Dreifarbenkampf. Dreifarbenkampf, den mache ich am Sonntag. Ich mache am Samstag, beziehungsweise also jetzt heute am Freitag, also hochgeladen wird es aber am Samstag, die normalen Kämpfe, und am Sonntag werde ich noch ein paar Dreifarbkämpfe machen. Und das erste Spiel, und es ist sofort ein Zehnerkampf. Nee. Ja, leck mich fett. Oh, und mit was für einer Map? Mit was für einer Atmosphäre? Guckt's euch an. Mit Polarlichtern. Ach, wie cool. Das ist so dieses Schiff, das ist, oder diese Bohrinsel oder was das ist. Also, es ist richtig cool. Richtig schön. Ja, Leute, das neue Splatfest hat begonnen. Grand Festival. Ich bin übrigens im Team Gegenwart. Habe ich ja, habe ich das irgendwo schon erwähnt oder begründet? Ich weiß gar nicht mehr. Das alles drei. Ja, das letzte Video. Im letzten Video habe ich es angekündigt, und habe ich es erklärt. Alles, was zählt, ist das hier und jetzt. Da ich aber alle drei Themen ja, wichtig finde, habe ich gesagt, okay, die Farbe entscheidet. Da ist auch schon mein erster Wegsplatter. Von Spieß, Show, Spieß, ach, ist egal. Und dann entscheidet eben die Farbe, und ihr wisst, wie das bei mir aussieht.
Bei mir entscheidet meistens zu 99,99% dann die Farbe Blau, es sei denn, ich sage, okay, da ist jetzt wirklich ein Thema, wo ich sage, das fühle ich wirklich richtig, richtig. Dafür will ich dann spielen. Aber meistens ist es dann Blau, weil ich Blau splatten möchte. Ich muss sagen, das Team Zukunft habe ich schon im Vorab gesehen. Das hat so ein richtig grelles Giftgrün als Tintenfarbe, was auch nice aussieht. Auch alienmäßig, ja, so zwei weggesplattet. Je mehr man wegsplattet, umso mehr Feiertagskracher bekommt man. Und die schmeiße ich dann immer so eben random in die Landschaft, meistens auf Gegner. Weil die ja auch, weil man mit denen ja auch wegsplatten kann. Es ist eher so ein nices Gimmick dazu. Es ist jetzt nicht wirklich, glaub nicht, spielentscheidend. Es ist eben so wie die Wandelzone, ist es jetzt, sind jetzt eben die Feiertagskracher. Warum sage ich Feiertag? Feierabend. Feierkracher. Und mir gefällt es richtig gut, wenn ich ehrlich bin. So eine kleine Belohnung, wenn man jemanden weggesplattet hat. Und ja. Ich möchte ein bisschen was zum Thema Wortwahl bei Spielen sagen. Ich sehe Splatoon nicht nur als Spiel, sondern auch als Sport, E-Sport. Und im Sport spricht man von Gegnern, nicht von Feinden. Wir sind hier nämlich nicht im Krieg und nicht beim Militär. Weil ein Feind ist immer jemand, mit dem ich nicht einverstanden bin und den ich nicht leiden kann und den ich bekämpfen will. Und im Sport hat man Gegner und keine Feinde. Und das ist so diese Wortwahl. Klar, man spricht jetzt beim Splatoon auch von Waffen, aber Waffen gibt es ja auch im Schießsport und da spricht man auch nicht von Feinden, sondern von Gegnern oder von Kontrahenten. So, das war's. Das war das erste Spiel im Grand Festival Splatfest. Und Bang! Das erste. Oh, und die Animation hängt wieder! Und ein 10er-Kampf. Gewonnen. Cooles Team. Foto gespeichert. Übrigens, alles auf Blue Sky Kip Supernova. Unten ist der Link in der Beschreibung zum Blue Sky Account. Ich finde, der Name dieses Netzwerkes passt wirklich wie Helm auf Kopf, wie Brille auf Gesicht, nämlich Blue, Blau. Ich bin blau, der Sky ist blau, wunderbar. Twitter hat ja auch blau als Farbe gehabt, aber wie gesagt, Twitter gibt es ja nicht mehr. Schade, schade, schade. So, und weiter geht's. Ja, was ich da vorhin noch gesagt habe, ich sehe das als Sport und ich sehe meine Gegner als Gegner oder als Kontrahenten, vielleicht auch noch als Konkurrenten, aber von Feinden spricht man im Krieg. Und es gibt schon Krieg genug auf der Welt und das ist schon schlimm genug. Und Splatoon ist nicht irgendwie was Militärisches, sondern es ist ja Spaß und Fun. Und es wird ja gesplattet und es wird ja auch nicht getötet oder so. Oder zerstört. Sei denn, man scheucht mit seiner Tinte irgendwelche Vögel weg oder schmeißt irgendwelche Pappkartons um oder so auf manchen Maps. Das ist ja ganz lustig. So, Runde 2. Tix. Oh, das ist auch ein interessanter Name. Tix. Ich habe ja einen Robot, der heißt Tox. Also in meinen Geschichten, der heißt Tox. Ich bin ja ein Fan von kurzen, knackigen Namen, das mich auch gibt. Und ja, cool, cool, cool. Übrigens, für alle, die es nicht wissen oder die vielleicht noch neu sind, wenn man jetzt vielleicht, ich bin ja im Team Gegenwart und wenn jetzt der Algorithmus oder der Computer sagt, oh, das sind irgendwie zu wenige aus den Gegnerteams, wir müssen zwei gleiche Teams zusammenschmeißen, das kann auch passieren, dann hat man natürlich nicht zwei blaue Farben plötzlich, sondern dann wird die Farben, es werden die unterschiedlich geteilt. So, ich will den Tintenschauer noch loswerden. Ja, ich liebe diese Ulti-Waffe. Oh, die ist so, das ist so, ich finde die irgendwie toll. Da regnet meine Wolke. So, der Färber ist erledigt. Was soll ich jetzt sagen? Ja, dann kann man sagen, ja, dann ist es so ein bisschen
manche sagen dann, oh, es ist dann so ein Spaßspiel, weil es ist ja dann egal, wer verliert, weil man gewinnt, das eigene Team gewinnt sowieso. Es ist dann manchmal so, dass dann, dass eben die Punkte dann gezählt werden, das ist klar. Und manchmal gibt es dann auch irgendwas anderes. Ist das diese komische Muschel oder was das ist? Um die kann man dann manchmal auch spielen. So, es sieht bis jetzt gut aus. Ah, dieses Grün, das ist nicht das richtige Giftgrün, wie das Team Zukunft hat. Das ist eher so Erbsensuppenpüree. Ja. Jawohl. Schön. Ja, eklig will ich nicht sagen. Eklig ist was anderes. Aber ja. Ja, zum Thema eklig und Farbe und Baden, da habe ich auch eine lustige Geschichte dazu. Das ist etwas, ich glaube, da muss ich ein Video drüber machen. Sogar darüber, wenn ich das dann habe. Ich kann es so ein kleines bisschen anteasern. Aber erst wenn diese Runde rum ist, in der nächsten Runde, werde ich dann erzählen. Weil es ist einfach, ja, das ist einfach gelebtes Splatoon, obwohl es eigentlich um Minecraft geht. Ja, jetzt werdet ihr denken, hä? Was? Kip, du hast noch nie Minecraft gespielt? Was ist jetzt mit Minecraft? Ja! Das erzähle ich euch gleich. Wenn diese Runde vorbei ist. Ich habe gerade gar nicht gesehen, wie steht es denn überhaupt. Gut, drei Feierkracher. Die werden übrigens immer wieder zurückgesetzt. Also man hat da nicht, wenn man plötzlich sechs oder acht Feierkracher hat, weil man jemanden weggesplattert hat, die nimmt man nicht in die nächste Runde mit, sondern das fängt dann immer wieder von vorne an. Das ist ein bisschen schade, aber ja, auch gerecht. Ja, so Patsch, dieser Roller, der kriegt mich natürlich, das ist klar. Aber egal, Träumi. Weil, ich sag immer so, Splatoon ist wie Disneyland. Ich gehe nicht wütend in mein Lieblingsspiel rein. So, die letzten Sekunden. 2, 1 und das war's. Und wir gucken aufs Endergebnis. Ja. Bang. Gut. Jawohl. Mega stark. Wieder gewonnen. Wie gesagt, ein kleines Heimspiel, weil wir haben ja gegen das eigene, gegen die eigene, eigenen Teammitglieder gespielt. Von dem her macht es keinen großen Unterschied. Punkte werden natürlich gezählt. Ach, Frachtschiff, Schwert. Ging wieder zu schnell. Frachtschiff, Schwert, Fisch. Das ist ja ein Zungenbrecher. Ja, ich wollte noch etwas erzählen. Und zwar, ich bin ja ein leidenschaftlicher und eifriger Zuschauer von Gronkh. Also ich gucke nicht nur seine Videos, sondern auch die Livestreams an. Und da war gestern bei Frei ab 13, Frei ab 13, Frei ab 18, ja, am Freitag der 13., Frei ab 18, hat Gronkh erwähnt, dass er Badebomben gekauft hat bei Lush. Lush, das ist so eine Firma, die wo Seifen herstellt und auch Badebomben, also so wie bei Tinti oder wie bei Clippy und Jellybuff. Und die hatten oder da haben zu Minecraft Badebomben. Die sehen dann aus wie so Minecraft-Würfel, das ist aber, sind aber Badebomben, so Seife, Bade. Mix-Dinger, die man dann ins Wasser tut, ins Wasser tut, ins Wasser legt, ins Badewasser reinlegt und das dann so blubbert, sich so blubbernd auflöst. Und Gronkh hat gesagt, ja, er hat den Grasbüschel als Badebombe gehabt und das war total eklig. Das hat sich da so aufgelöst, wie das aufgelöst hat, dann ist das so braun-grüne Mompe Brühe gewesen und das war auch so schlammig und ich habe dann so gedacht, oh, ich bin so ein bisschen hellhörig geworden. Wie bitte, ne? Und dann bin ich auf die Seite von Lush gegangen und habe mir das mal angeguckt. Und auf der Seite, da stehen auch die Inhaltsstoffe, ne? Also die Inhaltsstoffe und für was das gut ist und wie das riecht und so weiter. Und bei diesem Grasbüschel, da steht eben, da ist eben echte Tonerde und, jetzt haltet euch fest, Holzkohle drin. Genau. Und ich habe gedacht, was? Das ist doch was für Kipp. Hab gleich so einen Würfel bestellt. Und auch noch so ein Galaktik-Laser-Würfel oder wie er heißt. Ist nicht ganz günstig, so ein Würfel. Der kostet 4 Euro ungerade. Also so, ja, so knapp 5 Euro. Aber
Ich habe dann in den Chat reingeschrieben, also bei Gronkh habe ich dann in den Chat reingeschrieben, dass halt in den Inhaltsstoffen eben echte Tonerde ist und er dann so ganz fassungslos, was, das ist gewollt? Ach, kein Wunder. Und also, ja Leute, ihr habt es richtig gehört, bei Lush kann man Badebomben kaufen, wo man, yes, ein, ja, mehr oder weniger, boah, ein richtiges Schlammbad dann machen kann in der eigenen heimischen Badewanne. Und darauf freue ich mich schon. Und wenn die Würfel angekommen sind, dann mache ich da ein Video dazu. Also nicht, wie ich da drin bade, aber ich zeige euch das dann, weil das ist wirklich, also fast 5 Euro, das ist es mir dann schon wert, da ein Video drüber zu machen. Richtig, richtig cool. Also ich freue mich da drauf. Gronkh, wie gesagt, war nicht so begeistert davon. Aber ich bin da jetzt umso neugieriger darauf. Und ich habe auch gesehen, dass vor allem die Minecraft-Graswürfel oder Erdwürfel. Ich kenne mich bei Minecraft eben nicht so aus. So, ich lasse es regnen. Lass es regnen. Jawohl. Die sind auch noch limitiert. Deswegen habe ich gedacht, okay, da schlage ich jetzt gleich mal zu. Und man muss bei Lush auch keinen Account eröffnen. Also man kann auch als Gast einmalig dort einkaufen. Man muss eben seine ganzen Daten angeben. Aber das ist ja, das muss ja sein, weil die müssen ja wissen, wo sie es hinschicken. Und das ist jetzt auch keine Werbung für Lush. Ja, also keine Sorge. Aber da bin ich wirklich mal gespannt darauf. Keine Ahnung. Vielleicht macht es mich dann so ein bisschen neugierig auch mal wieder drauf. Auch Splatoon. Ja, Splatoon spiele ich eh schon, aber Minecraft zu spielen. So, ich danke. Es ist so, Minecraft hat mich eben nie so wirklich gereizt, weil ich denke, man muss schon ein bisschen Geduld haben und auch dabei bleiben, weil so Bauprojekte, vor allem so Bauprojekte, die erfordern schon viel Zeit. Und wenn ich so etwas anfange, dann möchte ich vorher schon einen Plan haben und wissen, was ich da jetzt bauen möchte und nicht eben drauf zuspielen. Und selbstverständlich, also sollte das irgendwann passieren, dass ich Minecraft spiele, dann natürlich auf diesem Kanal. Und ja, es sieht gut aus. Also das war wirklich ein Mega-Gewinn. Gerade Mega Sieg. Sehr schön. Und natürlich den Faustcheck, der wird, ich glaube, der wird per Zufall manchmal dann aktiviert. Und das ist auch, das sind, also Splatoon hat so viele Details dazu bekommen. Es ist ja gefühlt jedes Mal ein Update, wenn ich wieder Splatoon spiele. Und die sind wirklich richtig gut. Ja, da oben steht da, Kipsplat hat beim 10-Kampf auch mit. Ja, sauber, macht weiter so. Übrigens gratulieren dann die Moderatorinnen aus den jeweiligen Teams. Also da ich am Team Gegenwart bin, waren das die Moderatorinnen aus Splatoon 2. Ich gucke hier gerade mal nach bei den Freundschaften. Nee, da ist nichts. Weil ich habe jetzt schon ein paar Mal hier eine Nachricht bekommen, dass ich zu einem Spiel eingeladen wurde. Aber ich habe da selbst gerade auf ein Spiel gewartet. Deswegen, das verstehe ich jetzt nicht richtig, wie ich da, was ich da machen kann oder wie ich überhaupt eingeladen werden kann. Weil ich habe so auch keine Nachricht bekommen. Jedenfalls nicht von Leuten, die ich jetzt kenne. Muss mal nachgucken, wie das funktioniert. Nein, da steht auch nichts. Dann gehe ich mal wieder nochmal ins normale Spiel rein. Es kann nämlich sein, dass manche Einblendungen nicht sichtbar sind, weil ich da mit meinem großen Feuerwehrhelm davor sitze. Und ja, weiter geht's. Ich muss übrigens auch sagen, Splatoon hat schon lange, lange nicht mehr so viel Spaß gemacht wie im Moment. Ich hatte ja letzte Woche, es war am Donnerstag, ein neues Spiel mal angespielt. Ich sag noch nicht, was es ist oder was, also was es ist. Da kommt noch gesondert was dazu, weil es von der Thematik her in die komplett andere Richtung geht. Wie jetzt Splatoon oder was ich so normalerweise hier spiele. Ich habe gedacht, das würde eben zur kommenden Jahreszeit dann passen. Und was wollte ich jetzt sagen? Und ja, und das Spiel, das hat mich so ein bisschen frustriert. Und dann habe ich gesagt, oh, ich kann den Tag nicht so enden lassen. Und warum dauert das jetzt da hinten so lange? Also das Bild ist. Ja, Fehler bei der Datenübertragung. Schön. Richtig toll. Dankeschön.
Ja, macht nichts. Und da musste ich, habe ich gesagt, oh, ich muss jetzt noch ein paar Runden Splatoon spielen. Und dann ist mir es gleich wieder besser gegangen. Und habe gemerkt, oh ja, ich habe jetzt Splatoon, da kommt eine gute Laune. Aber ich habe ewig lang warten müssen, weil da hieß es Update und Download. Und das hat, also ungelogen, das hat mindestens eine Viertelstunde gedauert, bis das abgeschlossen war. Und ich habe gedacht, hui, die haben aber viel verändert. Wie ich aber ins Spiel reingegangen bin, war alles so wie immer. Und ist das eine Geheimbotschaft, wo da an der Wand steht? Ich kann sich ranzoomen. Okay, der Kampf beginnt. Und wie ich dann gestern einschalte und habe dann die, also ich habe jetzt die Moderatorenansagen hier mal rausgeschnitten. Die habe ich nämlich wirklich übersprungen, weil die ja immer das Gleiche sagen. Hab gedacht, nee, also fürs Video, da will ich gleich rein in die Bücher. Und habe dann gesehen, huch, wo stehe ich jetzt plötzlich auf dem Bahnhof? Also jetzt wirklich richtig gut. Hier mal ein großes Kompliment an die Macher von Splatoon. So, wir sind in der Perlmutt-Akademie. Und ja, es ist so, wenn es immer wieder mal was Neues gibt, ja, irgendwelche neuen Maps oder neue Details, irgendwelche Gimmicks oder was auch immer, das hilft dann auch so. Wenn man einen Kampf mal nicht so dolle oder wenn man jetzt hier von der Seite einfach weggesplattet wird. Aber gut, wir haben uns gegenseitig weggesplattet. Doppelpunkt und eckige Klammer geschlossen. Dann hilft das auch den Frust ein bisschen zu überwinden. Und dann, ja, man ist da nicht so frustriert. Dann ist man auch gut drauf, auch wenn man mal weggesplattet wird und ein Spiel verliert. Weil so sollte es eigentlich sein. Dass man sagt, naja, also warum werde ich eigentlich so wütend, wenn ich bei Splatoon mal verliere oder mal ein paar Mal verliere? Manchmal hat man auch schlechte Tage. Man muss eben das Positive sehen, wenn zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel ja, aus dem Hinterhalt Splatpunkte sammelt, weggesplattet wird, aber vorher noch den Tintenregen aktivieren kann. Haha, da ist die Wolke, jawohl. Und darum geht es doch eigentlich. Es ist doch, soll doch Spaß machen. Und es ist ein Sport. Ich sehe das als Sport, weil man muss sich konzentrieren. Man hat auch Bewe als ja, Bewegung jetzt nicht vielleicht wie beim Fußball oder so. Aber es ist ein Sport und E-Sport zählt auch dazu. Und ich zähle Splatoon da dazu. Aber jetzt nicht, dass man sagt, so verbissen, also es muss und es muss, sondern Spaß steht im Vordergrund und wie gesagt, ich setze mir immer persönliche Ziele, dass ich sage, also so, ja, 1000 Punkte möchte ich erreichen oder ich will, kann ich sie noch absetzen? Nein, doch, ich konnte sie noch absetzen. Wunderbar. Dann fühlt man sich besser, wenn man sagt, okay, ich habe verloren, aber ich habe die 1000 Punkte geschafft und wenn ich sie nicht geschafft habe, dann ist es auch nicht schlimm. Übrigens, das sind jetzt nicht Leute gemeint, wo in die Kommentare schreiben oder so. Es sind eh wenig Kommentare da. Aber ich sage das so allgemein, weil es ist, das ist übrigens etwas, was auch andere Streamer, oder YouTuber oder was auch immer sich immer wieder mal anhören müssen. Das hast du ja schon erklärt oder du sagst immer das Gleiche. Die Sache ist die, man muss immer damit rechnen, dass es Leute gibt, die zum allerersten Mal hier reingucken. Zum ersten Mal vielleicht wirklich ein Video sehen zu einem Spiel Splatoon und sagen, hey, ich gucke mir vielleicht vorher ein YouTube-Video an und entscheide dann, ob ich dieses Spiel spiele oder nicht oder sehen das Spiel vielleicht auch zum ersten Mal und dann sehen sie es hier und dann kann es vielleicht sein oder dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann auch gleich etwas dazu erklärt und wenn man sich wieder uiuiui, und wenn man sich eben wiederholt. Dann wiederholt man sich halt. Das ist nicht schlimm. Und man redet ja zu ganz vielen Leuten, nicht nur immer zu einer bestimmten Person. So, ah, ich liebe diese, ich liebe meine Pose. Ich liebe meine Pose und auch die Gummistiefel. Haha. Ich habe übrigens gesehen, also da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, es gibt bei der Bär GmbH beim Salmon Run wieder das Fußbändchen zu gewinnen. Das hieß es Fußfreundschaftsbändchen. Und ja, Leute, der Kip wird demnächst Salmon Run spielen. Aber nur aus einem Grund, nämlich weil er wieder barfuß rumlaufen möchte.
Ja, freue ich mich schon drauf. Neben den Gummistiefeln, meine Lieblingsfußbekleidung hier im Splatoon. Richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Und macht Spaß. Und hier durch die Tinte zu schwimmen, zu springen. Das ist eben richtig immer wieder ein Gewinn. Ja, ich habe noch was vor. Und zwar werde ich mir endlich mal die Expansion Packs zulegen. Zu Splatoon 3 auf jeden Fall. Bei Splatoon 2 gibt es ja da auch was. Das habe ich ja auch. Diese Octo-Expansion. Da sollen die Spiele aber mega schwer sein. Da ist so ein Story-Modus, der wirklich mega schwer ist. Und ihr wisst ja, vielleicht aus Ori, ich bin einfach viel zu dumm und zu ungeschickt, so etwas zu spielen. Deswegen, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich einfach nicht in den Story-Modus reintraue. Aus Angst zu versagen. Nein, ihr wisst ja, kennt ja meine Meinung. Ich finde es wirklich, wirklich doof, wenn Spiele wirklich wunderschön sind, so wie Ori oder so. Und dann gibt es Stellen, da kommt man einfach nicht weiter, man kommt nicht weiter, man kommt nicht weiter. Und irgendwann lassen dann auch mal die Handgelenke nach und die Fingergelenke. Und man ist gefühlt tagen- und wochenlang an derselben Stelle und kommt nicht weiter. Und man will ja die Story sehen. Ich bin immer noch der Meinung, es gibt Spiele, die sind zu schwer. Die verlangen zu viel. Andere sehen das vielleicht anders. Sie sagen, ja, die Herausforderung muss schon da sein. Aber ja, gut. Wie gesagt, deswegen ziehe ich mich vielleicht so ein bisschen, mich an den Story-Mode, an die Story-Modis ranzutrauen. Also aus allen Splatoons. Andere sagen, so, ja, oh, ja, ich habe das so nebenbei gespielt und habe jetzt einen Elektrowels auf dem Inkobolusplatz, bla bla bla. Ja, natürlich hätte ich den auch gerne und natürlich würde ich das auch gerne spielen aber, und machen. Aber gut, was nicht geht, geht eben nicht. Und ich werde es aber trotzdem versuchen. Demnächst. Irgendwann. Wenn jetzt die Herbst- und Winterzeit kommt, wenn es dann nicht mehr so warm ist, dann ist es auch wieder angenehmer, was am Computer zu machen und Videos zu machen. Und zu zocken, ne? Und dann komme ich vielleicht auch mehr dazu. Übrigens, dieses Spiel, wo ich gesprochen habe, das ist auch so etwas, wo man aus der Abteilung unfassbar frustrierende Scheiße. Entschuldigung für das Wort. Ja, also für alle Minderjährigen, die wollen zu gucken. Entschuldigung. Aber ich will es trotzdem mal versuchen, um dem Spiel eine Chance zu geben, weil ich habe gelesen, dass das ständige Sterben und immer wieder von vorne und immer wieder anfangen müssen, Teil von dem Spiel ist. Der absolute Rekord bei einem Spieler ist fünfmal zu sterben beim Durchspielen, aber der hat das dann auch nicht zum ersten Mal gespielt, sondern vorher auch schon ein paar Mal, weil man muss schon wissen, was man machen muss und so. Aber wie gesagt, dazu kriege ich denn noch? Dazu kommen wir, wenn es dann soweit ist. Und es wird sich eben komplett unterscheiden von dem, was hier so meistens gespielt wird. Ich habe mir tatsächlich überlegt, einen extra Kanal anzulegen für ernstere, düstere Spiele. Jetzt, ja, Horrorspiele. Ich sage nicht gern Horrorspiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache das alles auf einen Kanal und mache eben die Playlisten, weil sonst wird es mir auch zu unübersichtlich, wenn ich ehrlich bin, und machen wir es eben so. Ja, so. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, die 1000 nicht geschafft, aber immerhin 951. Das ist doch auch was. Besser wie nix. Und, oh, das könnte knapp. Ja, es hat noch zum Win gereicht. Jawohl. Glückwunsch an mich selbst. Boah, cooler Octoling. Kiro, oder wie er heißt. Cooler Octoling. Richtig cool. Also, ich kann mich ehrlich gesagt nicht satt sehen an Splatoon. Es ist wirklich immer cool. Es ist, auch wenn man verliert, auch wenn es noch so schlecht läuft, es sieht immer irgendwie gut aus. Und das unglaubliche, gigantische Farbentintengeschmatter, das entschädigt doch einiges, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Ja. So. Ach so. Wenn wir schon bei Minecraft-Badebomben sind, mich würde mal interessieren, gibt es auch zu Splatoon schon so etwas Ähnliches?
Also ich habe ja schon ewig lang den Markt nicht mehr so richtig beobachtet bei Tindi und Glibby und Jellybuff, weil ich da nebenher das so ein bisschen immer wieder mal verkaufe, ganz gerne. Stimmt, ich kann mal für meine eigenen Produkte, für meine eigenen Sachen hier mal Werbung machen. Mache ich gesondert, mache ich mal Werbung. Aber zu Splatoon wird es sich ja auch so etwas anbieten, so, keine Ahnung, Badefarbe. Ja, schön. Also, ich glaube, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In Japan gibt es vielleicht sowas schon, weil Splatoon ist ja, glaube ich, neben Pokémon wirklich ein unglaublich beliebtes Franchise und auch erfolgreich. Und wenn es ein Spiel verdient hat, richtig erfolgreich zu werden und auch mit ganz viel Merch und ganz viel, vielen schönen Dingen, dann ist es Splatoon, wo es ja auch schon Mangas dazu gibt. Und ihr wisst, vom Manga bis zum Anime ist es nur ein kleiner Tintensprung. So, wir spielen wieder gegen das eigene Team, sehe ich gerade, deswegen die unterschiedlichen Farben. Also die sind immer unterschiedlich, aber jetzt sind wir nicht blau, sondern wieder so grün. Gelb-grün. Wow, es leuchtet schön. Ach, wie schön. Oh, guck mal, wie das leuchtet. Ah, ja. Muss ich mich mal umgucken, umhören, was es an Splatoon-Merch gibt. Wie gesagt, ich mache immer, wenn ich neues Splatoon-Merch gefunden habe und mir zugelegt habe, dann werde ich da natürlich ein Video darüber machen und das zeigen. Das ist Ehrensache. So, die zweite Tintenwolke ist gestartet und Pablo hat mich weggesplattet. Aber naja, egal. Er ist im selben Team und das ist so ein bisschen Heimspiel. Und da hat man die Gelegenheit, auch mal mit einer anderen Farbe zu splatten. Richtig schön. So, oh, werden wir da erwischt? Nö. Der Vorteil bei diesem Blubberwandenschwabber ist eben die Reichweite. Guckt euch mal die Reichweite an. Richtig, richtig gut. Und ich habe auch gemerkt, ich habe diese Waffe jetzt schon ganz schön oft gehabt und lange gehabt und habe auch damit gelernt, richtig gut damit umzugehen. Abgesehen von meiner Airbrush ist das so die Waffe, mit der ich am meisten zu tun habe. Und jetzt wird es vielleicht welche geben, wo sagen: Hey Kip, du hast doch gesagt, wir sind nie im Krieg und das heißt nicht Feind, sondern Gegner. Und jetzt sagst du plötzlich Waffe? Naja, also bei den Sportschützen sagt man ja auch Waffe oder Pistole, ne? Und ich weiß nicht, ob man da, ob es da vielleicht noch andere Begriffe möglich wären, die jetzt nicht so feindselig sich anhören. Keine Ahnung, aber ich will den Tintenregen noch absetzen. Och, Menno, Pablo. Das war jetzt nicht gemacht. Das war so nicht schön. Gut, ich bin ganz ehrlich, ich versuche ja auch, Leute wegzusplatten, bevor sie ihre Ultiwaffen einsetzen, ja. Weil das wäre ja ganz doof, ne? Also eine Ultiwaffe, man will ja verhindern, dass der Gegner dein hier alles einfärbt. Und wie verhindert man das? Naja, indem man sie wegsplattet. Aber indem man natürlich auch selber einfärbt, ne? Also es gibt auch solche Experten, die sind eben nur auf der Jagd und tun nur wegsplatten. Und färben aber dabei nicht ein. Und das habe ich nämlich schon erlebt, dass, naja, jetzt hat mich Pablo zum zweiten Mal daran gehindert, Tintenwolke zu schmeißen. Das habe ich nämlich schon erlebt, dass Gegner, die hatten sogar zwei Sniper im Team und die waren aber nur am Snipen und die haben also in Rekord, also Rekord-Kill-Zahlen dahingelegt und haben trotzdem das Spiel verloren. Deswegen, Leute, einfärben und nicht killen, weil einfärben bringt Punkte. Und das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es auch gern nochmal. So, ja, wir gönnen ihnen ihren Sieg. Wunderbar, tolle Posen. Gratulation an das Team, an das Team. Muss auch sagen, die Musik, es gibt ja wieder neue Musik bei Splatoon und die ist schon richtig, richtig cool. So, Waffenstyle erhöht, ein Abzeichen, jawohl. Übrigens, ich achte
Schon lange nicht mehr drauf und guck, oh, bin ich jetzt Haihammer oder bin ich jetzt Flotte Sprotte oder was auch immer. Das kann man ja immer noch einsehen bei den Waffeneinstellungen und so. Aber das mache ich schon lange nicht mehr. So, ich will das Splatville Skater bleiben, aber ich will mal ein anderes Banner. Ja, wenn dieser Inkling-Banner, wenn der blau wäre, aber das ist grün, ich nehme mal das hier. Das ist neu, ich nehme mal den hier. Und hier gibt es ein paar neue Abzeichen, da möchte ich mich ein bisschen updaten. 10 Siege in Dreifarbkampf auf Verteidigungsseite. Jawohl, das Abzeichen, das gönne ich mir mal. Und ersetzt da mal ein bisschen was. Und 10 Siege in Dreifarbkampf Angriff. Jawohl, das nehme ich auch mal. So, zack. Ja, wie gesagt, es ist. Da gucke ich schon lange nicht mehr groß drauf. Einsehbar ist es ja. So, ich gucke jetzt nochmal, wie das mit Freunden ist. Da ist ja nur dieser Lala. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Aber da ist manchmal noch Freundesliste. Ach, übrigens, Freundesliste. Ich habe überlegt, meinen Freundschaftscode vielleicht generell in die Videobeschreibung zu packen. Mache ich jetzt noch nicht. Wenn ich mir was überlegt habe, wie man das in Zukunft macht, dass man zusammenspielen kann und vielleicht so ein Inkling-Octoling-Splatoon-Gang da zusammen trommeln kann, dann mache ich das. Weil ich habe festgestellt, ich habe neulich Freundschaftsanfragen bekommen, obwohl ich schon ewig lange den Code nicht mehr geteilt habe. Ich weiß nicht, wo der hergekommen ist, also diese Freundschaftsanfrage. Und auch wer die Leute oder wer das jetzt war. Deswegen werde ich den teilen, wenn ich dann sage, okay, da fange ich jetzt was an. Es ist ja auch mit so Sachen wie Discord und so, das ist immer so eine, ja, das ist immer so eine tricky Sache. Ich lasse mir da was einfallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, seid ihr an so etwas interessiert. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gefragt. Aber in den Kommentaren ist es immer so ein bisschen, der Kommentarzeile, Spalte unten ist es immer so ein bisschen leer. Und so Tritonskampf, ja, wenn man gegen den eigenen Gegner, gegen das eigene Team spielt, statt 10 oder 100er Kampf ist es dann ein Tritonskampf. Ja, wie gesagt, also wer Interesse hat, darf da gerne mal reinschreiben, hey, wer natürlich nur zuguckt. Es ist eben so, Videos zu spielen werden oft jetzt nicht so kommentiert, weil ein Spielvideo, das Spielvideo, sagt man das eigentlich so? Oder Let's Play, das gönnt man sich eben, das guckt man sich an und dann war es das. Es sei denn, in dem Spiel passiert jetzt etwas Diskussionswürdiges. Wie zum Beispiel bei einem Storygame oder Horrorgame oder so. Oder auch das Video, wo ich da mal gemacht hatte, damals zu das Ende von Destiny Cast. Da waren schon viele Kommentare dann unter dem Video. Also, und auch vielen, vielen Dank für die ja, Anteilnahme, will ich nicht sagen, Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Ich habe ja das Video nicht gemacht, um zu sagen, so, ey, das ist ein bekannter Name, das muss ich jetzt ausnutzen. Sondern er hat eben auch Splatoon-Content gemacht. Mit Splatoon-Content ist er auf YouTube relativ groß geworden. Und da ja mein Content auch hauptsächlich aus Splatoon besteht, wollte ich ja zu dem Thema mich dann auch äußern. Habe überlegt, damals wirklich überlegt, ob ich Kommentare einfach abschalte. Weil da können ja auch immer wieder irgendwelche falschen Dinge geschrieben werden. Aber nee, mache ich sehr ungern. Das ist wirklich das allerletzte Mittel. Es gibt Themen, da will man vielleicht auch seine Meinung dazu äußern. Die möchte ich dann auch nicht beschneiden. Ist aber jetzt auch schon eine Weile her. Deswegen das Thema möchte ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Es war mir jetzt nur als Beispiel, dass es ja Videos gibt, wo man jetzt sagt, okay, die konsumiert man, die guckt man sich an und was will man da jetzt groß kommentieren. Aber wie gesagt, wenn Interesse besteht, dass wir so eine Spielegemeinschaft aufmachen, dann immer her damit. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. So, ich will die Wolke über dem. Jetzt habe ich es abgesetzt. Die setze ich meistens gerne dann direkt, am besten über den Spawnpunkt vom Gegner.
Ja, das ist richtig toll. Batsch. Das habe ich übrigens gemeint mit, Splatoon sieht immer gut aus, auch wenn man weggesplattet wird und wenn man am Verlieren ist. Weil, wenn dann, ich liebe es am aller meisten, wenn eben ein richtiges Mega, Splat-Chaos ist, wenn alles so richtig, die Farbe so richtig durcheinander splattet und spritzt und alles so richtig schön. Genau so muss es sein. Das ist Splatoon. Und klar, man kann auch Punkte hasseln und man kann auch seine Waffe hochhasseln und hast du nicht gesehen. Aber ja. Wie gesagt, das ist kein Krieg, sondern ein Spiel. Und ein Sport. Oh, sieht knapp aus. Nee, hat nicht mehr zum Sieg gereicht. Schade, schade, schade. Die Tritons gehen an. Alex, Hannah, Azubji und Shibdi. Oh, ich kann es nicht lesen. Ich glaube, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich manche Namen nicht vorlese. Oder vorlesen kann. Ja. Was auch mal spannend wäre, wäre, wenn Zuschauer sich selbst aus dem Spiel erkennen würden, sagen würden, hey, das bin doch ich. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. So, das ist eine interessante Maske. Team Vergangenheit, ich starte eine. Das Bild ist gerade offen. Ja, Team Vergangenheit, ich kann den Namen leider nicht lesen. Und das ist Laulau, Dreifarb-Match. Macht der gerade oder die. So, ich dusche dich ja mal ein, ja. Und, wie läuft es mit dem Verkauf? Ja, ich komme nachher vielleicht vorbei und kaufe mir was zum Essen. Yo. Ich finde es übrigens auch interessant, hier unten, da kann man Essen kaufen und auch die Musik umstellen und so weiter. An der Musikbox, was ich auch vielleicht mal zeige in einem Video. Aber oben, wo das Kaffee ist, da kann man gar nichts machen eigentlich. Jedenfalls glaube ich das nicht, weiß nicht. Das wäre ein tolles Gimmick, wenn man da oben auch Kaffee trinken könnte. Ist eben zur Entspannung, ja. Das Chillers-Kaffee. Also, nicht Chillers-Art. Wobei Chillers-Art ja auch aus Japan ist. Und die Spiele, die sind stellenweise auch, ja, interessant. Chillers-Art würde ich gerne mal spielen. Zum Beispiel der Convenience-Store oder sowas. Ja, mal gucken. Es gibt ja einige, viele, viele interessante Spiele. Wo es noch zu spielen, wo es sich lohnen würde, da noch ein Let's Play Video dazu zu machen und die zumindest mal anzuspielen. Es gibt ja auch auf der Nintendo Switch im Nintendo Shop immer wieder Spiele in der Demo-Version, wo man anspielen kann. Wie zum Beispiel Europa wird im Oktober offiziell der Release sein. Habe ich ja schon angespielt, ein Video dazu gemacht. Es ist ein sehr ruhiges Story-Game. Es waren jetzt weder Gegner noch irgendwelche schwierigen Passagen in der Demo. Da würde ich mir wünschen, dass es in dem Stil so bleibt und dass man nicht an Stellen kommt, und sagt, oh, da kommt man jetzt ewig nicht mehr weiter. Sondern solche ruhigen Spiele, wo es eher um die Experience, um die Story geht, die bevorzuge ich eben viel mehr wie jetzt Rätsel, Puzzle-Spiele. Und wenn man herausgefunden hat, wie das Rätsel geht, dann lauert an der nächsten Ecke dann doch noch ein Todespendel oder man muss dann doch Jump-and-Run-Skills zeigen und ja, das kann dann schon schnell frustrieren. Wie gesagt, ich bin nicht solchen Spielen grundsätzlich abgeneigt. Aber wenn ich merke, okay, ich komme wirklich nicht mehr weiter, dann schalte ich eben ab oder, na, keine Ahnung. Egal. Anderes Thema. Oh, es sieht sehr gut aus. Ich glaube, das ist da jemand disconnected aus dem Gegnerteam. Das kommt nämlich auch manchmal vor. Aber manchmal ist das, aber vielleicht ist auch das Gegnerteam einfach nicht so gut. Und wir sind eben richtig gut. Weil Splatoon ist ein Teamsport. Da kann man nicht sagen, ja, ich habe gewonnen, sondern das ist immer so eine Teamsache. Wenn die Teammitglieder auch gut sind und sich ordentlich anhalten,
dann ist das ein Sieg. Und ich hatte auch schon Spiele, wo ich richtig gut war, wo ich viel eingefärbt habe und so weiter und so fort. Wir haben trotzdem verloren, weil eben die anderen Mitglieder im Team, ja, ich weiß nicht, ob sie alles gegeben haben, aber eben, dass die Leistung dann doch nicht so gut war. Aber wie gesagt, das ist kein Vorwurf. Bei Splatoon zählt nämlich der Spaß. Und das Gewinn ist die. Ist die Kür? Nee. Platsch. So. So, oh, oh, der letzte Countdown. Ich werf nochmal die Feuerkracher weg. Weil die müssen sein. So. Oh ja, ich glaube, das ist Win, oder? Ja. Das war übrigens gegen das Team Zukunft mit der richtig schönen grünen Farbe, die mir richtig gut gefällt. Ein richtig schöner Kontrast zu dem Blau. So. Und es gibt neuer Effekt. Wunderbar. Und der Beitrag sind 2164 Punkte und ich bin der Super-Gegenwart-Fan. So, das war's dann für dieses Video. Ich werde jetzt weiterspielen gehen, aber vorher eine Pause machen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Das wäre super, super nett. Und wie gesagt, wenn ihr Splatoon-Fans seid und daran interessiert seid, dass wir zusammen spielen, dann gerne Ideen in die Kommentare. Ich habe schon ein paar Ideen, aber darüber will ich ein gesondertes Video machen. Auch über die Musikkonzerte hier mache ich ein gesondertes Video, weil das ist wirklich etwas, das muss gesondert gemacht werden. So, ich mache hier jetzt noch ein paar Fotos. Für Blue Sky übrigens, Blue Sky, da folgt mir auch gerne. Wir müssen Blue Sky richtig schön groß machen, richtig schön mit Content füllen, weil der Satz mit X, der war wohl nix. Ja, kennt ihr ja. Wunderbar. Ach, auf den Gummistiefeln ist auch die Farbe. Ach, richtig schön. So, das war's dann. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Bleibt neugierig und spritzig und keep Supernova over and out.